Hallo Leute! Ja, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier aufnehme. Ich habe irgendwie nur Probleme jetzt momentan mit dem Spiel. Sonst lief das immer wunderbar. Und jetzt ist das irgendwie ein bisschen zickig. Keine Ahnung. Ja, willkommen zu meinem neuen Let's Play Bastion. Oder auch Bastion, wie ich gerne sage. Das Spiel gibt's für, ich weiß gar nicht, ob es für PlayStation gibt. Auf jeden Fall kann man es bei Steam runterladen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es kostet. Denn der Dominik hat mir das damals mal geschenkt, weil er das, glaube ich, irgendwie doppelt hatte. Er hat sich irgendwie ein Bundle gekauft und da hat das halt doppelt gehabt und habe ich es dann gekriegt. Jetzt wollte ich da endlich auch mal ein Let's Play von machen. Ja, das wird so ein Semi-Blind-Projekt. Ich habe zwar 3 Stunden oder so gespielt bisher, aber ich bin da nicht wirklich weit gekommen. Ja, was aber auch schon auffällt, die Musik ist sehr, sehr, sehr geil und episch in diesem Spiel. Ich habe die auch gerne bei mir im Auto laufen. Also ich finde die richtig gut. Ich denke mal, viele von euch werden das Spiel kennen. Weil ich hatte auch mal Musik im Stream davon laufen, haben auch welche gesagt, oh, Bastion, Bastion, Gedöns. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt hier alles funktioniert. Ich habe eben noch nicht mit dem Spiel angefangen. Ich habe nur eben die Kantenglättung wollte ich einstellen und auf einmal ist das Spiel abgestürzt. Ja. Aber das sollte jetzt ja alles funktionieren. Ich habe auch eben schon mal in Controller-Gedöns reingeguckt und das funktioniert auch so, wie das aussieht. Ja. Genau. Ich würde sagen, Story. Wir schon nicht fortsetzen, sondern ein neues Spiel starten im Normalmodus. Genau. Und jetzt kommt sowieso erstmal Story. Ist Englisch, aber sehr geil erzählt und auch eine sehr angenehme, geile Stimme dabei. Also viel Spaß euch. Ja. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Achso, wir liegen da, übrigens. Ich werde jetzt erstmal leise sein. Weil der quatscht nämlich jetzt gleich, glaube ich, die ganze Zeit. Und da will ich dem dann nicht da reinfunken. He gets up. Sets off for the Bastion. Where everyone agreed to go in case of trouble. So. Und ich finde das auch ganz geil, wie hier die Level aufgebaut sind. Denn immer, wenn wir gehen, dann baut sich das so auf und kommt von unten so nach oben geflogen. Angreifen. Also wir können noch gar nichts machen. Wir können nur rumlaufen. Das ist schon mal ganz gut. Kann ich nichts falsch machen. Nee, wir können. Nee. Ground forms up under his feet as it points the way. You don't stop to wonder why. Ich finde das auch so geil irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich hier das Problem, das ist ja sehr isometrisch gehalten. Isometrisch gehalten. Und mit der Tastatur ist das recht schwer zu spielen. Weil das sind keine 45 Grad, sondern, wie Isometrie schon sagt, 30 Grad. Und wenn man dann aber mit der Tastatur nach oben und nach rechts zeigt, läuft man im 45-Grad-Winkel. Aber wenn das Spiel in einem 30-Grad-Winkel aufgebaut ist, ist das nicht so geil. Deswegen konnte man nie so einfach mal hier langlaufen. Weil man dann immer so ein bisschen hochgelaufen ist. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist halt recht schwierig mit Tastatur zu spielen. Und deswegen... Gamepad! Ja. Finds his lifelong friend just lying in the road. Und da haben wir unsere Waffe. Der. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Hammer! Well, it's a touching reunion. Ein rührendes Wiedersehen. Zum Angriff B drücken. Wie baue ich nochmal einen Wartok? Ah! X drücken. Was X? Ich weiß es nicht. So. Man kann ja alles kaputt machen. Also was ist alles? Also vieles kann man kaputt machen.
Und normalerweise stecken da immer so Fläschchen drin, aber ich denke mal, weil es halt ziemlich am Anfang ist, ist hier noch gar nichts. Ist das da? Ah, doch, da war ein Fläschchen. Ein Fläschchen war da. Also, wenn man das Fläschchen nennen kann. Okay, das geht nicht kaputt, das geht auch nicht kaputt. Weil man, also man kann hier echt viele Sachen kaputt machen. Ich hoffe auch mal, dass ich euch nicht, also dass euch das hier gefällt, weil ich werde hier relativ viel rumsuchen. Also ich versuche schon relativ viel zu holen. Also so, als ob ich das auch normal durchspielen würde. Wobei ich, wenn ich normal durchspiele, auch wirklich versuche 100% zu holen. Aber ich versuche halt so viel zu holen, ohne euch extrem zu langweilen. Man kann ja auch runterfallen. Das zieht auch ein bisschen Energie ab. Aber halt nur ein bisschen. Also man verliert kein Leben oder so. Ja, aber wir machen hier mal alles kaputt. Da wird ja auch nichts. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. Ich habe gerade gesehen, der Christoph spielt gerade wieder Payday. Ist der irgendwie in einem Clan oder so? Weil der hat ja irgendwie FCTN oder irgendwie sowas stehen gehabt. Könnte ich mir vorstellen, weil so übel wie der Payday suchte. So übel habe ich ja noch nicht mal Daisy ge... Daisy. Daisy müsste ich auch mal wieder aufnehmen. Ja. Können wir das kaputt machen? Ja. Wir machen hier alles kaputt. Sogar die Dreckhüppel hier können wir kaputt machen. So, jetzt gleich kommt, glaube ich, der erste große Gegner. Nehmen wir erstmal dieser Ding. That a survivor. No, ma'am. It's a gas fella. Forced out from underground. Kid pops him good. Starts to feel his bruises, though. Ich spüre aber die blauen Flecken. springen können wir nicht. Ja, machen wir genau, machen wir mal den Dings. Nummer 9, Nummer 9, Nummer 9. nehmen wir mal den Laden kaputt. Was war das denn da oben? Wie gesagt, alles kaputt machen. Okay, das sind Prügellaune. Ja, alles kaputt. Könnten ja Fläschchen drin sein. Ich wollte gerade schon sagen, wie kommt man denn da hin? Aber man muss das teilweise echt so ein bisschen triggern. Also man muss echt nah in den Abgrund gehen, um dann irgendwo hinzukommen. Hab ich das nicht kaputt gemacht? Guck mal, wieder ein Fläschchen. Ich nenne das mal Fläschchen. Für mich sind das Fläschchen. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Das Gewehr ist echt cool, das mag ich. So, nehmen wir das erstmal direkt. Reiserepetiergewehr. So. Gotta hold her still to spin up the chamber. Das ist cool. Man kann, meine ich auch noch die Waffen leveln. Also, größeres Magazin, schnellerer Schuss. Meine ich jedenfalls mal. Es ist schon wieder ein bisschen her, als ich das letzte Mal gezockt habe. Ich habe das auch einmal kurz, ganz kurz im Stream gezockt. Jo. Ganz kurz. So. Da möchte ich hin. Wir haben unendlich Munition, so wie das aussieht. Wir gehen mal da nicht hin, haben wir so kaputt gemacht.
Ist okay. Obwohl, das sieht eigentlich auch schon... Ja gut, das hier vorne nicht. Aber das hier oben sieht schon so aus, als ob man da nicht hin könnte. Das ist halt irgendwie zu kaputt. Der ist total kaputt. Mr. Turtle ist gerade wieder auf dem Weg durch die Sonne. She's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Ja, schon. Achso, ich dachte, da wird jetzt noch irgendwas kommen. Ich möchte hier aber erstmal alles kaputt... Wow, Kamera. Kaputt machen. Guck mal, da ist so ein Ding. So ein Wegweiser. Nee, ich möchte noch nicht mit dem Brunnen reden. Ach, guck mal. Hey, ein paar Fläschchen gefunden. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Achso, es sah so aus, als ob wir das... Ah, ist noch einer. Oder auch nicht. It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. Achso, muss... Was ist das denn? Kristallspange. You'd find some memento from a girl he knew. Always used to fancy her. Okay. Genau. Ich lese mal vor. Das wird jetzt wieder toll. Meine Lesekünste. Kristallspange, ein Andenken. Ein rußbeschmiertes, modisches Accessoire. Sie ist von enormem Wert, sentimentalem Wert. Sorgt außerdem dafür, dass das Haar sich nicht selbstständig macht. Am besten aufbewahren, nur für alle Fälle. Okay. Das Stadtwappen, ein Andenken. Eine Identifikationsmarke aus der alten Zeit. All jene, die offiziell im Dienst der Stadt standen, trugen den Stern von... So hieß auch der Hammer. Kelonia? Keine Ahnung. Er soll Wärme, Fleiß und Opferbereitschaft symbolisieren. Ja, schon. Also dieses Rad. Ja. Ja. Hier nochmal kaputt machen? Nee, das ist nur so Hintergrundgedöns. Saloon oder erstmal den Brunnen? Ich glaube, wir nehmen erstmal den Brunnen. Sometimes you just need a drink. Zum Heilen Y drücken. Kann man das nochmal? Nee. Okay, dann gehen wir in den Saloon. Mit X. He sets foot inside one of Selandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. Okay, doch, wir können hier wohl angreifen. Ja, dann machen wir hier mal ein bisschen Unruhe. Then Kid finds his trusty shield. Ein Schild. Sieht so aus, als ob wir da weiter können. Wir machen hier erstmal alles kaputt. Ah, ja, Fläschchen gefunden. Musik ist so geil in dem Spiel. Stierkopfschild. Zum Verteidigen LT drücken. The security takes him for a petty thief.